bin Thomas, ich bin einer der Gründer von ProGlove und wir machen intelligente Handschuhe für den Werker, damit der Werker in der Industrie und der Logistik effizienter arbeiten kann. Wir waren eines der ersten Teams, die hier im Büro hatten und wir wussten, wir müssen Hardware-Prototypen bauen. Also wir hatten schon immer viel Textilien, viel Hardware-Sachen, deswegen wir müssen irgendwie die Sachen bauen. Und der Makerspace hat genau in der Woche eröffnet, in dem wir auch unsere erste Woche hatten. Und deswegen war das immer so parallel und deswegen standen wir dann auch schon in der ersten Woche hier unten vor den Türen und so, ja, wir wollen das jetzt benutzen, was müssen wir machen? Und da waren aber auch die Prozesse noch nicht so richtig da, deswegen, das war alles noch sehr improvisiert. Und wir haben uns dann auch oft Werkzeug ausgeliehen, was wir mit nach oben genommen haben. Also es war von Anfang an sehr zusammen. Die wussten, was wir bauen wollen und die haben uns dann auch so ein bisschen machen lassen. Für uns war es cool, in dieser Atmosphäre hier zu sein. Dass wir einfach hier unser Büro haben, dass wir einfach nach unten gehen können. Da ist der Makerspace, da können wir irgendwie alles bauen, was wir bauen wollen. Deswegen für uns war immer diese Unterstützung, hey, wir haben eine Idee und jetzt können wir das halt hier bauen und hier die Infrastruktur nutzen, um diese Idee in die Wirklichkeit zu bringen. Also wir glauben sehr an Prototyping, deswegen eine Idee auf dem Zettel ist nur eine Idee. Wenn ich aber was bauen muss, dann merke ich eigentlich erst, was das bedeutet. Deswegen immer bauen, 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 dann lernt man was, dann kommt man weiter.